Du, wo bist du? Die Zerg? Ah, da hinten bist du. In der Nähe der Särg. Dann sollte man sich aber auf jeden Fall davor noch irgendetwas suchen. Okay, man braucht etwa einen Generator für jeden Für jeden. für jedes Factory-Ding Okay. anscheinend. Okay, warte hier eine Sekunde. Ich hole kurz Methat L1, weil man braucht Methat, um Schwarzöl herzustellen. Und den Red Rock. Okay. Ach, das ist interessant. An den Shops ist ja immer so eine Art, ja, Fabrikgeräusch. Das ist ganz cool, wenn wir hier um den Shop herum die Fabrik errichten. Aber auch gleichzeitig Geräuschkulisse. Wow. Wow, was mit der MSR-Erdkörnung zusammentreffen. Vorsichtig. Mein Gott, wo sind all die Löcher weg? Da, Was für überall sind Löcher? Löcher in der Struktur. Welche Da. Struktur? Nee, Bei nee, bei mir im mir, Schiff? bei der MS Erdgollum. Unten im Hangar. Habe ich irgendwie wild umhergeklickt oder so? Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht. Ich habe dich kaputt gemacht. Macht nichts, das sind nur so Frag mich kleine nicht. Dinger. Nichts wirklich Nennenswertes. Methat L1. Gut, nehme ich davon mal 500 Jo, mit direkt. ne? Zu Nicht 0 kleckern, sondern L1 klotzen. Erz. Ist 10 wert und die Hülle an sich ist nur 25 wert. Also so kann man theoretisch Geld verdienen, nur ist es nicht sehr profitabel. Das ist besser, man baut die direkt ab. So, komm, Naja, bist du ich immer bin noch jetzt hier gerade dort? wieder. Hurra! Schubst mich nicht! Sonst schubs ich zurück mit meinem kleinen Pissschiff. So. Mach mal die linke Factory, mach mal R drauf. Da Recip for one off Block Hull, ja, 7,5. Ja, was ist damit? So, siehst du schwarze Hülle drin, die nehme ich mir mal. So, da sind Ja, 1000 Red Rock 1406. drin. So, jetzt sind wir noch 500 drin. Also, mach mal einen Rechtsklick auf das Rezept. This was approved, ja. Dann siehst du, das Rezept produziert eine schwarze Hülle. Die ID davon ist 75 oder so. Und es gibt hier Okay. Level Up für jedes produzierte oder so. Kriegst du, also man braucht anscheinend 6400, muss man produzieren. Und dann kriegt man anscheinend geerdete schwarze Hülle oder weniger Also sich die Ressourcen oder sowas. Produzierzeit wird Also, heruntergesetzt. ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube aber, es gibt noch einen Block, wo man die Produzierzeit runtersetzen kann, was anderes. Also, Resources needed, Ressourcen, die dafür gebraucht werden, 2 Red Rock und 2 Methat L1. 500 Red Rock sind drinne, 500 Methat L1 sind drinne. Und jetzt tut er jedes Mal von jedem 2, macht er jetzt eine schwarze Hülle, und das Ah dauert ein bisschen. ja, ich sehe es. 1, 2, 3, 4, 5, etwa Funktioniert, 5 habe ich Sekunden. gesehen. Cool. Und ich habe geguckt, 2 Factories mit einer Power reicht lang nicht aus. Aber wenn man ein Factory, ein Power nimmt, Was würde das jetzt reicht passieren, wenn ich anscheinend. Methate L2 anstatt Methate L1 reintun würde? Schade. Passiert gar nichts. Du brauchst genau Ah, diesen gibt's Block, um nicht das noch zu machen. irgendwie. Du hast doch mal erzählt, es gibt irgendwie eine Art Modul, womit man größere Erze in kleinere verwandeln könnte. Oh, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Es war auch Ja, irgendein damit könnte man dann Factory-Ding. halt Methate, die größeren, die ich hier gerade habe, 918, also ich würde mal einfach sagen, die werden dann dupliziert, in Methate L1 umwandeln. Manufacturing. Moment. Gibt's die Prozessoren? Ich glaube, es war irgendwas unter Hotdev, ich glaube, dein Skin ist Manufacturing. falsch herum. Ja, oder soll Der der Kopf hinten Creeper-Skin. sein? Das Creeper-Face meine ich. Das Creeper Ach Face ist so, vorne, okay, ich guck dich dann... gerade Ich an. dachte gerade, weil du hier irgendwie was so am Gucken bist, mit der... Nein, ich gucke Ach gerade so. den Shop an. Ich dachte, du wärst gerade noch beschäftigt. Was ist hier drinne? Ach, hier ist das für graue Hülle.
Okay, Oh, er nur muss mich zwei eigentlich Legate. nochmal einlesen. Okay, also. Es könnte doch sein, dass ich mich da verlesen habe, wirklich, im Wiki da. Weil es sieht so aus. Can be used to paint basic gray hue to green when used in the appropriate factory block. Okay, man kann graue Hülle in grüne umfärben. Graue Hülle in weiße, in gelbe, in blaue, in rote, in braune, in schwarze, in lilane. Okay. Es gibt Farbe. Das ist schon mal Und cool. warte mal, wie sieht denn diese Farbe aus überhaupt? Geh unter Manufacturing und scroll ein bisschen runter. Ach Quatsch, nicht Space Station bauen. Hier. Manufacturing, Faction. Warte mal, wo ist denn das? All Config, Faction, Weapons, Shops, Navigation, Catalog. Hä? Im Achso, im Shop. Shop, okay. Ach da, Manufaction, na Das klar. Manufacturing ist Ah ja, unter hier sind Factory. mehrere Prozessoren, Memory-Karten, Expander. Ach hier, da, Paint, klar. Stimmt, davon hatten wir auch welche gefunden. Hast du von irgendeinem Erz gerade 5000 da? Moment, ich schaue gerade. Also momentan nicht. Müssten wir mal eben kurz gucken da hinten. Aber ich glaube, Moment, wir haben gib mir eine generell von keinem Sekunde. 5000. Weil für ein Rezept braucht man ja 5000 von einem. Und so, ich glaube, man kann wirklich Erze Das craften, wäre irgendwie Erze seltsam, machen. aber okay. Was Na auch gut, vielleicht mit. ja, ich meine so runter craft, runter. Wir 5 sollten zu auch L4 irgendwie und gucken, so. dass wir uns ein paar von den SDHCT-Dingern holen. Dass wir daraus dann auch noch ein Rezept machen. Also verliert man dann diese 5000 Blöcke? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, aber ich Ja, glaube wäre, nicht, würde auch ansonsten keinen eigentlich. Sinn machen, finde ich. Ich glaube, es ist ja einfach nur so ein Erforschungsmaterial. Kann sein. Kann man eigentlich. Ne, man kann nichts an dem Shop bauen, das finde ich immer noch schade. Ah, das meiste, wovon wir haben, ist 1200. Das sind halt doch nicht allzu viele. Also von was haben wir denn 1100? 1200? 1200. 1300 sogar. Quantaseed Nee, das L2. habe ich hier nicht. Das hätte ich gesagt, wenn ich das jetzt hätte, hätten wir noch ein bisschen mehr. Würde aber trotzdem nicht reichen. Ich frage mich. Ich glaube aber. Nee, ich glaube nicht, dass das geht. Dass man, ob man die Space Station mit Schilden schützen kann. Die steht sowieso Ja im gut, darum bräuchte man Gedingungsinsektor, das im eigentlich nicht, aber nur Geschützinsektor. so rein theoretisch. Meinst du? Ich Bestimmt. weiß nicht. Die anderen, die hatten ja auch bisher keinen. Die konntest du ja auch so zerballern. Ja, wir sind aber so eine Player Station. Na gut, warte mal. Die. Also wir bräuchten auf alle Fälle 5000 von den Black Hole Wedge oder irgendwie sowas am besten. Ich habe gerade 34. Ja. Könnten wir uns so eine Fabrik dafür herstellen. Wir brauchen noch recht viele und die sind generell brauchen wir da viele von. So. Wir müssen hier irgendwie eine Ordnung Wo in reinschaffen. die Kisten? Ist eigentlich schon. Ich guck mal, dass ich da ein bisschen mehr Ordnung reinmache. In die Erzkisten jetzt. Ach, ich Idiot. Meine Gravitation muss aus, sonst komme ich ja gar nicht mehr zu meinem Schiff hin. Wapezit L5 haben wir gar nicht, Wapezit ne? L5 weiß ich nicht. Also wir haben einige Wapezite. Black Hole Wedge 544 haben wir hier drinne. 1149 davon. Ich packe jetzt erstmal alles wieder in die Kisten rein. Wir könnten blaue Hülle erforschen und lila Hülle.
Moment, machen. Warte mal, mache ich auch gleich. Nehmen wir noch ein, wenn wir noch ungefähr 1800 Eiskristalle haben, können wir die auch erforschen. So. Wie viel kostet denn so ein Rezept? Okay. Ich glaube, das ist umsonst. Finde ich das, weiß ja, nicht. Da, bei Recept. Kostet 1850. This Recept okay. Will produce the Plex... Nein, 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 nicht den Plex Undefinator. Das da. Warte mal. Wie kann ich die jetzt auswählen, meine Blöcke? Im so, Shop okay. Den richtigen raussuchen. Er hatte den letzten, den ich noch hatte, den Undefinator angewählt. General Hulz, wenn ich um sie bitten darf, dürfte. Da, blaue Hülle. Bei Recep. Yep. Ja. Der hat mal eben 6999 blaue Hülle verwertet. Besser gesagt, er hat sie mir weggenommen, obwohl er nur 5000 wollte. Ja, ich habe glaube ich gerade noch gesehen, dass... Guck mal, was im Inventar, da ist es nicht mehr. Deswegen teile ich dir die lila Hülle jetzt auch auf. Dass er mir die nicht auch noch wegnimmt. So. Ja, nimmt er weg. Also nimmt er weg. Das ist Quatsch, gut. Nicht Purple Hülle bei kaufen. Ja, bei Recep. Ah. Ich sortiere es so, dass okay, wir dann den hat alles jetzt nicht, hat jetzt nicht alles weggenommen, aber wahrscheinlich nur weil ich es geteilt hatte. Ja, so. Rezepte, wo soll ich die Rezepte hinpacken? Keine Ahnung. Ich suche mir jetzt eine leere Kiste und pack die da rein. Eine Rezeptkiste wird das jetzt. So, sehr gut. Haben wir davon auch ein paar. Nein, die ist dort. Doch, dort. Nimm die raus, wir brauchen zwei Kisten okay. Für Erze. Suche ich mir eben eine andere Kiste, eine viel bessere, eine schönere. Mach ich auch. Mach das. So, hier ist eine leere. Rein damit. Licht habe ich ein bisschen was. Lava, was macht hier denn gelbe Hülle drinne? Die gehört hier nicht rein. Ich glaube, wir brauchen sogar drei Kisten für Erze. Wenn wir alle Erzarten haben wollen. Und ich glaube, wir sollten die auch wirklich erstmal bunkern. Am besten wäre sogar... alphabetisch ich eher zu nach, ordnen, noch länger diesen dauert. L-Dingern ordnen und dann irgendwie so spaltenmäßig untereinander alles machen. Ja, guck dir mal die Kiste an. Kisten sind, haben 5... Start. Aloha, Freunde! Es ist wieder Zeit für... StarMade! Ja, und diesmal sind wir alle wieder beisammen und mit wir meine ich natürlich wie immer... Luft und Luft. Genau. Fusel, Tobi und Martin, die sich gerade recht verspätet bemerkt haben, ja, zur Kenntnis genommen haben oder wie auch immer. Naja, und es kam schon wieder ein Update und Martin hat dazu etwas zu sagen. Ich habe wirklich sehr viel zu sagen. Es gibt einen neuen Block. Eins. Der wow. Macht irgendwie was von danke. Es gibt ja so eine Factions, und wenn man so ein bisschen größer auf Servern ist, wo dann ein paar mehr Leute drauf sind, so ein paar hundert vielleicht, weiß ich nicht, ich war noch nicht auf so einem Servern, dann kann man sagen, Leute, die nicht in unserer Faction sind, können nicht unter das Schiff fliegen, aber sie können die Türen öffnen, oder weiß ich was. Oh nein, sie haben die Macht, die Tür zu öffnen. Ja, jetzt seht ihr gerade auch noch was. Die Antriebe haben eine Animation bekommen, also eine Halbanimation, sage ich mal. Sie, ja, haben jetzt diese seltsamen Dinger da und die verfärben sich auch. Wenn man stehen bleibt, sind sie, glaube ich, rot und wenn man fliegt, sind die blau, ne? Mhm.
Also sie wechseln auch irgendwie ihre Farbe, sie blinken so seltsam bei mir. So, und für euch, also jetzt für Tobi in diesem Falle, zeige ich euch jetzt mal, Tobi, wo bist du gerade? Ich bin noch unterwegs, ich war noch, bin noch beim letzten Mal bei Wo. Ja. Planeten gestorben ist. Achso, ja, okay, ja, es gab eine neue Waffe. Kam nicht weg wegen technischen Fehler. Also eine Halbwaffe, sag ich mal. Ne? Diese ganz lustige Pulskanone. Jo, genau. Hey! ich fang's auf, einen Moment. Ich wusste nicht, dass du gerade ausfallst. Warum hab ich so nah zur Space Station gefahren? Da. Ich hab's zurückgeschubst, so ein bisschen. Was ist passiert? Ich hab... Ist immer noch 150 Meter weit weg. Ah ja. Ein Moment. Mies ist es erst, wenn das Raumschiff ziemlich auf dem Sektorwechsel liegt und dann beim Hinfliegen zu, also mit dem Mannequin versucht hinzukommen. Das ist richtig nervig dann. Das stimmt. Ich hatte mir ein Video angesehen. In dem Video habe ich gesehen, es gibt anscheinend irgendwie Handfeuerwaffen oder so für den... Ohne Witz. Für die Dingens, gab es in einem Update, ich weiß nicht, ob es im letzten, vorletzten war, der Typ hat ja gemeint, dass es ein, noch viele geheime Sachen gibt, sozusagen. Mhm. Also, viele Sachen, die er nicht erwähnt hat. Ich glaube, darunter war das. Okay. Ich hoffe, ich irre mich in diesem Fall nicht. Alter, Fusels Schiff ist zu groß für sowas. Dann treibt er nicht so weg wie deins da. Nein! Alter! Mein Schiff! Das ist die Pulskanone. Ich habe momentan all deine Systeme lahmgelegt für eine gewisse Zeit. Die dürfen jetzt aber schon wieder alle laufen. Stürm! Ich pulse dich weg! Das hat aber eine mega Abklingzeit. Pulse dich weg. Ich pulse dich weg, habe ich gesagt. So, ich wette, bei meinem großen Schiff, was ich hier gerade am Bauen bin, also unserem großen Schiff, würde das nix bringen. Aber wo Schiff? Kannst ja mal so wegschubsen versuchen. Da wird nichts passieren. Ich habe gesehen, wieso baust du eigentlich das große Schiff aus Lila? Weil ich Lila toll finde. Es ist mit meiner Lieblingsfarbe. Okay, wir haben gerade technische Probleme. Wieso das denn? Okay. Ja, bei mir hat alles nicht mehr funktioniert. Ja, Starman hat sich bei mir minimiert, aufgrund von Skype. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Momentan hat bei mir sich Starman noch nicht aufgehangen. Ich hoffe, bei euch ist es jetzt nicht zu leise geworden durch den Neustart von Skype. Martin, Philipps alten Account brauchst du nicht anrufen. Das war Fuse, der ihn angerufen hat. In Fuse. Leg nur bei Philipps alten Account auf. Habe ich? Ja. Okay, mach. Ah, so. Da habe ich erstmal mein Minischiff hier angedockt bei dem hier. Alter, wenn die Dinger angedockt sind, haben sie auch noch eine andere Farbe, die schlag mich tot hier, die Antriebe. Ja. Weißt du, was ist das da? Was ist das da? Wer hat gerade... Was? Das ist mein kleines Mini-Schiff. Alter, du schiebst das große Schiff weg, das ist daran angedockt. Du Honk. Hä? Was? Welches große Schiff? Ja, was wohl? Das Mutterschiff. Ich bin verwirrt. Ich will auch reinfahren. Ich will auch fahren. Stopp! Ich habe keine Antriebe. Weißt du, wie lange es dauert zu stoppen? Fusel! Alter! Fusel, du... Das war ich nicht, das ist Martin. Oh, ich habe keine Antriebe, ich kann deswegen nicht stoppen mit dem Ding. Also kaum stoppen. Ich baue gerade welche an. Ich kann dir einen geben, glaube ich. Einen Antrieb habe ich. Oh, Shop. Ja, gut. Nochmal aus. Alter, wollt ihr mich verarschen eigentlich? Tut mir leid.
Ich wollte noch ein bisschen runter. Ah! Das Mutterschiff ist zu klein. Mutterschiff ist groß genug. Es ist noch nicht fertig. Nicht. Mach es fertig. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich will ja gerade Hülle holen. Ich brauche aber immer noch diese Schrägen. Wir sollten davon mal 5000 finden, dass wir uns ein Rezept davon kaufen können. Kannst du schon mal eine Gravity Unit? Ist schon, bei den Kisten. Tubi. Ja. Tobi und Fusel, ihr wart ja letztes Mal nicht dabei. Wir haben ein bisschen angefangen, Factory uns anzusehen. Da kann man jetzt nicht Recipes, oder so wie ich das letzte Mal ausgesprochen habe, sondern Recipes, Rezepte kaufen in dem in der Base. Ich glaube, das war schon länger da, nur ist uns letztes Mal erst aufgefallen. Kann sein. Okay. Für 5000 von dem jeweiligen Block kriegt man dort ein Rezept davon. Das heißt, du kannst, wir haben schon von schwarzer und grauer Hülle, meine ich, ein Rezept auf der Starbase stehen. What the F? Wo sind die ganzen schwarzen Hüllen? Habe ich keine mehr? Ich habe mir durchgelesen, mir angeguckt, wie viele Erze es gibt. Es gibt 16 verschiedene. Von L1 bis L5. Aha. Eine Kiste kann 7 verschiedene Erze, alle von L1 bis L5 fassen. Das heißt, wir brauchen 2 volle Kisten und eine Kiste, die dann 2 Erzarten beinhaltet. Ja, also gut, insgesamt 3 Kisten. Boah, ich bin voll raus. Schiff macht man mit T, richtig? Waffensystem mit T. Waffensystem mit T? Ja. Was? Warte. Ja, wenn du den Waffencomputer öffnest, wenn du gucken willst, wie du den Waffencomputer die Knöpfen zuweisen willst, das machst du mit T. Genau, wie mach ich nochmal Raumschiff? X. X. Gut. Ach, das willst du. Na, wir den Schiffkern erstellen. So. Wollen wir uns das den Awesome Planeten ansehen, den Philipp letztens gesehen hatte? In dem ich Video. Bin gleich erstmal bei unserem Home-Sektor wieder da. Oh gut, wir warten sowieso noch auf Tobi. Ich baue da mal weiter den Hangar, dass er mal ein bisschen dicht wird. Es zieht nämlich. Wer will Suizid begehen? Nein, ich habe gesagt, es zieht. Achso, es zieht und nicht Suizid. Ich habe mir noch mal ein bisschen mehr durchgelesen von wegen Wiki. Da waren so ein paar Sachen bei, wie ein bisschen. Boom, Vorsicht, da hat sich ein anderer Creeper noch anvisiert. Yeah, Dirt! Tu was!